Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich gerne mit euch über das Buch In deinem Namen von Harlan Coben sprechen. Das Buch hat 384 Seiten, ist im Goldmann Verlag erschienen und wurde mir freundlicherweise zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. In diesem Buch geht es um Neb Dumont, der vor 15 Jahren seinen Zwillingsbruder Theo bei einem schrecklichen Unfall verloren hat. Vor 15 Jahren ist sein Bruder mit also vom Bruder, der damaligen Freundin, tot auf den Gleisen aufgefunden worden. Alles ja, sah danach aus, als wenn sie diese romantische Tragödie von Romeo und Julia inszenieren wollten und sich gemeinsam das Leben genommen haben. Das Seltsame, in dieser Nacht verschwand auch Nebs damalige Jugendliebe Maura. Und er hat seitdem nie wieder ein Wort von ihr gehört. Jetzt, 15 Jahre später, startet dieses Buch und er wird zu einem Mord gerufen in einem Auto. Er untersucht den Tatort und seltsamerweise findet er in diesem Auto Fingerabdrücke von seiner damaligen Jugendliebe. Das wirft natürlich nicht nur den aktuellen Mordfall, wirbelt den nicht enorm auf, sondern wirft uns auch wieder zurück in die Vergangenheit, weil Neb somit wieder oft Rückblenden bekommt und sich viel wieder an früher erinnert. Und ja, er stößt dann auf so einige Sachen, die er gar nicht mal mehr mit so einem romantischen Mord, Selbstmord in Verbindung bringen kann, sondern er hat plötzlich andere Vermutungen. Wir stoßen zum Beispiel auf eine leerstehende Raketenbasis mitten im Wald. Wir stoßen auf einen Club aus Jugendlicher der College-Zeit von ihm damals, wo er nicht mit angehörig war. Er war ein Eishockeyspieler und hatte mit den Nerds dieser Zeit nicht so viel am Hut. Mein Mann sägt. Okay. ja, und das ist so grob. Mehr möchte ich euch zum Inhalt des Buches gar nicht sagen, weil ich euch nicht so viel vorwegnehmen möchte. Harlan Coben hat in diesem Buch eine eher langsame Erzählweise. Wir bekommen recht viele Details. Wir bekommen recht viele Verstrickungen. Und durch diese Verstrickungen und Verworrungen habe ich bis zum Schluss nicht durchgeblickt. Also mir war bis zum Schluss nicht klar, wie die Auflösung sein wird. Und ich fand es ja super, wie der Autor das zusammengesetzt hat. Ich hätte zwischendurch, glaube ich, leicht den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall war mir Neb als Hauptcharakter sehr sympathisch. Für mich hat der voll und ganz nachvollziehbar gehandelt. Ich hätte das auch nicht so auf sich beruhen lassen können. Sobald dieser Verdacht aufkam, dass da was anderes dahinter steckte als dieser romantische Selbstmord, dass er sich da auf Ermittlungen begibt, das würde, glaube ich, jeder so machen, wenn es um einen so naheliegenden Verwandten geht. Und wo es uns dann im Endeffekt hintreibt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ein ganz kleiner Kritikpunkt an diesem Buch ist, dass man in Gedanken spricht Neb oft mit Theo, obwohl Theo ja bereits gestorben ist. Und das ist an mancher Stelle sehr verwirrend, weil man das nicht so zugeordnet kriegt. Mich hat es manchmal so ein bisschen aus dem Lesefluss gerissen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt. Mehr habe ich an diesem Buch nicht auszusetzen. Es war wirklich ein Lesevergnügen. Es hatte eine kleine Länge noch, die es zu überbrücken galt. Das aber auch so dick ist das Buch ja nicht. Und es hat mich sehr, sehr gut unterhalten und ist eine klare Leseempfehlung von mir. In Sternen ausgedrückt würde ich diesem Buch 4 Sterne geben. So. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Wie erging es euch mit der Auflösung? Lasst es mich alles wissen unten in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut!